nicht. Ja, wir haben uns jetzt genau eine Folge mit der Garnison beschäftigt. Was ist das denn? Man könnte immer zur Sperrspießerfestung fliegen und dann den Rest latschen. Ja gut, das ist schon klar, aber hätten sie uns ja auch diesen Freiflug schenken können. Mhm. Die Schweine, die... Und wie gesagt, sobald wir die Jukebox haben, gehe ich zu Sylvanas und lass mir ein Liedchen vorsingen. Dann kann ich den Zettelchen gleich mitnehmen. Wie mache ich denn das dann als Ali? Das ist mal eine gute Frage. Das wüsste ich ja jetzt schon gerne. Das macht's mir gerade nicht einfacher. Weil man muss ja... Kriegt man das Lied als Allianzler einfach nicht? Keine Ahnung. Das fände ich ja mal richtig scheiße. Das ist eins der Night Song, Lament of the Highborn, The Wrath of the Lich King, komplettes Soundtrack und Invincible. Was meint ihr? Bester Scheiß. Ach hier, das ist Cortana Teufelsang, ist die alte, die wir auch bei der Allianz, glaube ich, haben. Sicheres Geleit. Bleibt stets wachsam. Sichere Passage. Hört euch Cortana Teufelsang Geschichte. Seid wachsam. Teufelsangs Geschichte. Wir treffen Katka unterwegs. Kommt. Ach, das ist hier Katka. Der Kuppe dort. Deswegen. Boah, bei der Allianz musst du einfach nur vor die Tür gehen. Ich habe hier musst du quer durchs Gebiet. Dämonische Mächte haben manche der Tiere befallen. Wir sind sicher, dass der Schattenrat involviert ist. Wir müssen sie nur finden. Hey Cortana, suche nach Katka. Ich habe 400 Ergebnisse in deiner Nähe entdeckt. Katka, ich habe gerade die Situation erläutert. Tromka, Krieger des großen Frostwolf-Clans. Also jetzt Tromka, Tromba. Wir müssen unbedingt die Operationsbasis des Rates finden und sie ausschalten. Scharfseher Urquan. Kommandant, wird ihr so nett, uns vorzustellen? Grüße, Scharfseher. Wir kommen in höchst dringender Angelegenheit. Der Retter von Vorgol bürgt für uns. Vorgol? Das heißt Vorgol. Champion des Frostwolf-Clans. Wenn dies hier eure Freunde sind, dann sind sie willkommen. Sichere Passage. Was getan werden muss. Holt die Überreste der Wolfsmutter und begrabt sie auf dem Friedhof außerhalb des nördlichen Tromba. Die Wolfsmutter beendet ihr Leiden und begrabt ihre Überreste auf dem Friedhof. Ja, das ist wahrscheinlich dieser Dämon. Bitte lasst schnelle Gnade walten. Die Wolfsmutter ist hier das wahre Opfer. Ich habe das Gefühl, hier stimmt. Knäuelwürmer tötet 15 Eiswüstenfelder. Azeroth, passt gut auf. Diese Dinger tauchen aus dem Nichts auf. So. Ja, dann räum dich mal. Der Flugpunkt ist übrigens hier. Kannst du ja dann gleich holen. Yeah, yeah, yeah. Na, folgst du jemand Unsichtbares? Hier, okay. Ich glaube, nein. Hat geredet mit dir. Nein, nein, ich bin da. Ich rede mit dir. Ah, bin ich bescheuert. Also spätestens übrigens in Legion haben wir dann auch wieder den Vorteil, dass wir PvP die letzten zwei Schlachtfelder da machen können. Weil es ihre Systeme umgestellt wird, dann werden sie sich alle mal wieder anmelden. Ist das nicht schön? Was ist das denn? Ach, das ist der Wurm. Ein Worm. Wurmi, Wurmi, Wurmi. Ich bin außer Reich. Das lädt immer noch. Warum sind wir? Ach, scheiße, ich hab die alle.
gepult mit hier eisige Berührung, hab dann gar nicht dran gedacht, wenn ich jetzt das Blut mache, das hat die allein schon. Die helfen uns ja sogar dran. Das ist sogar zu hoch. Wir laufen noch vor uns. Boah, Hentai Wolf Mutter. So krass. Überreste der Wolfsmutter. So, da oben sind noch ein paar Würmchens. Die reichen uns aber noch nicht. Toll, es fehlt einer. Dir fehlen wahrscheinlich zwei oder drei. Nee, mir fehlt auch einer. Oh, habe ich tatsächlich keinen gekillt, bevor du da warst. Mann, bin ich raus. Ah, guck mal. Der ist wahrscheinlich nicht so gut. Gib mal ein armes Tierchen mal begraben. Jetzt um die Ehre zu erweisen, da hängt noch das, der halbe grüne Arsch raus. Dem dämonischen Vieh. Ruhe sanft, verehrte Mutter, ihr werdet gerecht werden. Hier sind jetzt so viele Wölfe gestorben. Von der Steuer absetzen. Holt euch einfach ein paar neue. So. Katja, kriege ich jetzt bitte meinen Ring? Den fertig, was getan werden muss. Kommt heil wieder. Augenblick mal! Besorgt den eisernen Ring von Oktzor dem Nekrotogen. Tötet ihn und nehmt seinen eisernen Ring. Für Axelrod. Zuckzuck. Mit dem magischen Gerät des Hexenmeisters werden wir beide den Schattenrat ausspähen. Die Schläferin ist erwacht. Ihr müsst den großen Wurm töten. Skull Hallert. Oh, verbesserter Knochenschild. Knochenschild verfügt über zwei zusätzliche Aufgaben. Ui. Tötet Schuhe. Lebt wohl! Weihung der Toten. Tötet 15 Nekrophyten und Tormentier. Ihr findet die Höhle der Schläferin im Südwesten. Kein Lebewesen sollte durchmachen müssen, was sie da unten anstellt. Stoppt den Zulauf, zerstört 7 Beschwörungskräfte. Passt auf, klingt so, als hätten sie dämonische Augenwächter beschworen. Seid vorsichtig. Die spricht das Sch total krass aus. Beschworen. Naja. Vor allem hier ist auch voll die Nebenrolle, ey. Wie, als Allianzler musst du richtig schön mit Gul'dan dich anlegen. War das Gul'dan? Ja. Ja. Und hier kriegst du irgendwie so einen Nebenbuhler. Dann sammeln wir mal. Das Auge ruft doch bestimmt auch gleich noch ein paar. Das ist mit den Ladungen, weil ich dachte, ich habe aktive Aufnahmen, also passive Aufnahmen, weil ich einfach mit Knochen an mich rumfliegen habe. Ich dachte, ich kann es öfter einsetzen. Pling! Es war aber ein unspektakuläres Geräusch, dafür, dass man das Ding hier kaputt macht. Yeah.
wieder den Wolfilein. Stell ich mich mal ganz charmant. Ha, hat geklappt. Weiterlaufen. Schön ignorieren. Zwei Nahkämpfern wird schwieriger. Hat fast geschafft. Wieder schön sneaky wiki. Das Gejaule geht mir vielleicht auf den Sack. Dieser Zauber ist noch nicht weg. Ich muss zuerst machen wir den da und verpissen uns einfach. Als Beschwörungskreise, man muss hier viel mehr killen, als eigentlich gefordert war. Mach my fucking job. Was hast du für eine Trommel da gefunden? Achso. So ein Ding, Flieger in der Verarbeitung. Ich dachte, es ist wieder so ein Bastel. Wie dieses Horn. Wo wir dann wieder wachsen. Der Negro-Türk. Der Negro-Türk. Multikulturell. Das ist ja noch ein sehr bescheuerter Name. Greift mich denn da? Kommt denn der schon wieder her? Ach, die kämpfen gegeneinander. Ich dachte, die greifen mich an. Zurück sein. Einen Ring mitnehmen. Er hat uns auch Opfer genannt. Er ist wirklich ein Negro-Türk. Der Opfer. Ist aber dieser Wurm, war der Theorie der Torwächter und wir haben ihn einfach ignoriert, indem wir wieder runtergesprungen sind. Kein Plan. Es sieht so aus, weil guck mal, das Ding ist da oben. Hätte es hier wirklich direkt am Eingang stehen können und wir haben es einfach ignoriert. Ah ne, das Ding ist woanders. Noch ein Stück weiter weg. Peitsch mit dem Gondling. Ist ja da unten drin. Das wäre jetzt witzig, wenn das Vieh einfach hier aus dem Loch rauskäme, wie in Diablo. Und dann eine neue Höhle aufmacht. Spürt ihr die Macht, die sie besitzen? Es ist der Naro, der Nagrant. Wir sollten diese fahlen Orks unterwerfen. Ha. Und den ein Eindringling. Da ist die Story mit Sugar und dem fahlen Orks. Schulhallert hieß der. Ich hab mal Schulhallert gelesen. Hä?